Herzlich willkommen bei den Maritim Hotels. Einige unserer Kunden wollen aktuell klassische Veranstaltungskonzepte im hybriden oder digitalen Format umsetzen. Zusammen mit Moritz Kunz von unserem kompetenten Technikpartner Kuchen Konferenztechnik spreche ich jetzt über notwendige Fragen am Anfang der Planung sowie über mögliche Lösungen im Zusammenhang mit Aufbauten, Setups und Szenarien. Herr Kunz, wir werden oft von unseren Kunden gefragt, worauf Sie gerade am Anfang der Planung einer Online-Veranstaltung besonders achten sollten. Einige grundlegende Punkte müsste man am Anfang beachten. Zum Beispiel Fragen, die man sich stellen sollte, sind: Wie viele aktive Teilnehmer habe ich in meiner Online-Konferenz? Habe ich eine Personengruppe, die vielleicht nur eine Zuschauerrolle einnimmt? Weiter geht's mit den Referenten. Befinden sich alle Referenten bei uns im Studio oder gibt es auch Referenten, die aus dem Büro oder von zu Hause aus live zugeschaltet werden? Gehen Sie immer von der komplexesten Situation in Ihrer Veranstaltung aus und planen Sie von da an. Bei hybriden Veranstaltungsformaten ist es vor allem wichtig, beide Personengruppen, also Online-Teilnehmer und auch Präsenzteilnehmer, gleichmäßig zu betrachten. Sie sprachen gerade von einer Studioszene. Können wir uns sowas vielleicht mal anschauen? Was wäre jetzt der kleinstmögliche Aufbau für ein Online-Event? Ein kleiner Aufbau könnte zum Beispiel so wie hinter uns aussehen. Das wäre also eine Webcam, ein Laptop, Scheinwerferlicht von vorne, professionelle Tontechnik und dann sind Sie eigentlich schon startbereit. Vielleicht noch einen Monitor in den Hintergrund, da könnten zum Beispiel Logos eingeblendet werden und schon kann es losgehen. Und wenn es etwas mehr sein darf oder muss? Wenn es ein bisschen größer sein darf, könnte man sich zum Beispiel ein Greenscreen-Studio vorstellen, wie wir hier neben uns sehen. Hier wird der grüne Stoff ersetzt durch Inhalte, die können wie auch immer geartet sein. Das können Präsentationen sein, statische Bilder, aber auch Videos. Dazu noch zwei feste Kameras, ein paar Bildschirme, eine Videoregie und schon haben Sie Ihr kleines TV-Studio. Und würde es noch größer gehen? Größer geht es natürlich immer. Ein beispielhaftes Setup sehen wir dort hinter uns. Das ist ein Bühnenaufbau für eine hybride Veranstaltung. Hier kommt also Broadcast-Technik und Showlicht zum Einsatz, sodass wir sowohl den Leuten vor Ort als auch den Online-Teilnehmern gerecht werden können. Auf der großen Leinwand können wir hier Referenten zuschalten, die dann vom Publikum aus gesehen werden können. Und auch die Präsentationen sind für die Präsenzteilnehmer dort zu sehen. Sie sehen, wir haben da sehr viele Möglichkeiten und der Fantasie sind da fast keine Grenzen gesetzt. Vielen Dank, Herr Kunz, für die wirklich vielen hilfreichen Einblicke in die Welt der hybriden und digitalen Veranstaltungen. Sollten Sie Fragen haben oder gleich Ihre nächste Veranstaltung buchen wollen, kommen Sie gerne zu uns in die Maritim Hotels. Wir freuen uns auf Sie.